بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وهدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir machen heute weiter mit der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir befinden uns gerade im Monat Rabi' al-Awwal, also es gibt nichts Besseres, als sich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschäftigen. Und das Schöne ist, dass wir heute auf ein Ereignis eingehen werden, was noch einmal diese starke Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam auch zum Ausdruck bringen wird. Und zwar hatten wir in der letzten Woche die letzten Ereignisse aufgezeigt gehabt, welche sich zwischen Badr und Uhud abgespielt haben. Wir sind ja wieder zurückgegangen und haben drei Unterrichte jetzt dafür gewidmet, um die Ereignisse aufzuzeigen, welche zwischen der Schlacht von Badr und der Schlacht von Uhud stattgefunden haben. Und jetzt wollen wir insha'Allah ta'ala mit den Ereignissen weitermachen, welche sich nach der Schlacht von Uhud abgespielt haben. Die Schlacht von Uhud, wissen wir, endete für die Muslime, kann man sagen, eine Niederlage. Das war eine Niederlage gewesen. Es gibt zwar lange Diskussionen darüber, war das jetzt wirklich eine komplette Niederlage oder nicht. Eine komplette war es nicht gewesen, weil die Muslime ja noch, wie gesagt, Medina verteidigen konnten. Aber sie haben sehr, sehr hohe Verluste für die damalige Zeit erlitten. 70 von den edlen Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, unter ihnen Sahaba wie Mus'ab ibn Umair, haben in der Schlacht von Uhud ihr Leben verloren. Und jetzt, und das ist das Merkwürdige, nachdem eigentlich die Mekkaner einen Sieg erlangt haben, sind sie abgezogen. Sie sind abgezogen und sind ungefähr 70 Kilometer südlich von Mekka gewesen. Es ist schon eine Nacht vergangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte das Gefühl und bekam dann auch die Bestätigung, dass die Mekkaner bereuen werden, abgezogen zu sein. Und dass sie sich eigentlich eine ganz logische Frage stellen werden, nämlich, warum haben wir nicht die Gunst der Stunde genutzt und haben die Muslime vollständig besiegt? Wir hätten die Möglichkeit dazu gehabt. Wir hätten weiter nach Medina gehen können. Wir hätten Medina besetzen können. Warum haben wir das nicht gemacht? Und genau diese Befürchtung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte auch eintreten. Und es sollte jetzt zu einer Art, es war keine richtige Schlacht gewesen in dem Sinne, aber es wird trotz alledem als Schlacht bezeichnet, aber sie gehört eigentlich zu der Schlacht von Uhud. Es sollte zu einer Art Nachschlacht kommen, wo es gar nicht zum Kampf kam, aber hätte zum Kampf kommen können. Und diese Ghazwa, sie wird bezeichnet als Ghazwat Hamra al-Asad. Ghazwat Hamra al-Asad. Was heißt Hamra al-Asad? Hamra al-Asad ist ein Ort. Dieser Ort ist ca. 20 Kilometer südlich von Medina. Ca. 20 Kilometer südlich von Medina. Und zwar, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Sahabe sind völlig erschöpft und niedergeschlagen vom Vortag. Sie haben 70 Sahabe verloren. Viele von ihnen sind verletzt. Und was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er gibt ihnen keine Ruhe, sondern er lässt ausrufen, am nächsten Morgen, dass diejenigen, und es handelte sich um den Sonntag, dem 8. vom Monat Shawwal im dritten Jahr nach der Hijra, dass diejenigen, all diejenigen, die an der Schlacht von Uhud teilgenommen haben,
wieder losmarschieren soll. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist interessant, er hat nur denjenigen erlaubt, mitzumarschieren, die schon vorher bei der Schlacht von Uhud dabei gewesen waren. Es wird überliefert, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem schwierigen Moment im Stich gelassen hatte, den Propheten fragte, soll ich mit dir marschieren? Und da sieht man, er war ein Politiker gewesen. Politiker sind häufig so. In der Politik gibt es keine richtigen Freundschaften. Da gibt es nur was? Da gibt es nur Interessen. Heute ist man Freund, morgen ist man Feind und dann wieder Freund. Das ist überhaupt kein Problem. Das sieht man ja tagtäglich in der Politik. Ja, so funktioniert die Politik. Und Abdullah ibn Ubay ibn Salul war ein Heuchler gewesen. Er hatte mit Islam überhaupt nichts zu tun gehabt. Sein Herz war gefüllt mit Kufr wal a'yadhu billah. Er hat sich nur als Muslim ausgegeben, aber am Ende ging es ihm um seine eigenen Interessen. Und deswegen hatte er kein Problem damit gehabt, jemanden, dem er am Vortag im Stich gelassen hat, jetzt plötzlich anzubieten, ich bin wieder bei dir. Eine schlimme Eigenschaft. Und Allah Ta'ala, er spricht über diese Eigenschaft im Koran. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَئِ وَلَا إِلَهَا أُولَا. Das steht irgendwie immer zwischen den Stühlen. Jetzt mal auf Deutsch gesagt, ja. Weder gehören sie zu denjenigen, noch gehören sie zu denjenigen. Da, wo der Nutzen und wo mein eigenes Interesse erfüllt werden kann, da stehe ich. Und das sehen wir immer wieder. Das sehen wir auch in vielen Ländern dieser Welt. Ja, ich würde sogar sagen, in allen Ländern dieser Welt gibt es diese Menschen, ja, denen es immer nur um ihr eigenes Interesse geht, die keine Prinzipien haben, überhaupt keine Prinzipien haben. Gestern waren sie für den einen Herrscher, morgen gibt es eine Revolution und plötzlich sind sie auf der Seite der Revolutionären. Und sobald es einen Putsch gibt, sind sie wieder auf der Seite des alten Regimes. Das ist ihnen völlig egal, es geht immer nur um was? Immer nur um die eigenen Interessen. Dass sie dabei als Lügner entlarvt werden, das ist ihnen auch völlig egal. Das stört sie überhaupt nicht. Weil sie keine moralischen Prinzipien haben. Es gibt solche Menschen, denen ist alles egal. Ich sehe das in der ägyptischen Revolution, jetzt nach der ägyptischen Revolution, weil ich da die Nachrichten immer verfolge, deswegen kenne ich mich da ein bisschen besser mit aus. Ja. Wenn man sich mal anschaut, die Leute, gerade auch die Medienleute, die haben vor der Revolution, bevor sie richtig begonnen hat, gehetzt gegen diejenigen, die auf die Straße gegangen sind. Als sie dann gemerkt haben, ah, jetzt wird's knapp, haben sie sich auf wen gestellt, auf welche Seite gestellt? Auf die Seite des Volkes. Und als dann das Volk sich langsam wieder gegen den gewählten Präsidenten gestellt hat, haben sie sich dann auf die Seite wieder des alten Regimes gestellt. Und hetzen jetzt permanent und stehen jetzt wieder an der Seite des alten Regimes. So sind die Heuchler. Das sind richtige Heuchler. Möge Allah uns davor bewahren. Und Abdullah ibn Ubay ibn Salul war so jemand, der hat kein Problem damit. Heute lasse ich ihm einen Stich, morgen stehe ich an seiner Seite. Hauptsache, meine Interessen werden erfüllt. Und vor solchen Menschen muss man sich in Acht nehmen. Es gibt solche Menschen leider auch im privaten Bereich. Die denken immer nur an ihren eigenen Nutzen. Denen ist alles egal. Solange mein Nutzen erfüllt wird, ja, stehe ich an der Seite. Ja? Solange ich keinen Nutzen mehr habe, lasse ich den Menschen im Stich. Sollte ich wieder Nutzen von ihm haben, stehe ich wieder an seiner Seite und wir sind wieder sein Freund. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat dann von den Menschen verlangt, dass sie wieder losmarschieren sollen. Und interessant ist, sie haben es auch getan. Sie haben nicht einen Moment gezögert. Normalerweise würde man ja was sagen? Oder sagen, wir wollen uns erstmal ausruhen, wir können nicht mehr. Aber ihr Iman war so stark gewesen, so ausgeprägt gewesen, dass sie nicht einen einzigen Moment gezögert haben. Und sich sofort dem Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschlossen haben. Sich keine Verschnaufspause gegönnt haben. Und das ist der Iman. Wenn der Iman erst einmal in den Herzen ist, bist du bereit, alles zu tun. Alles zu tun für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du wahrhaftig bist. Du bist bereit zu opfern. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diesbezüglich auch Verse offenbart in Surat Ali Imran. Wo Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe es gerade den Vers
nicht hier vor mir, aber ich werde ihn jetzt währenddessen raussuchen, insha'Allah ta'ala, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die Sahabe in dieser Situation spricht und uns aufzeigt, dass sie trotz der Verletzungen, sowohl der innerlichen als auch der äußeren Verletzungen, bereit gewesen sind, sich an die Seite Allah subhanahu wa ta'ala zu stellen und an die Seite unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Genau, hier habe ich es. Al Imran, Vers Nummer 172. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war in der Schlacht von Uhud. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über ihre Stellung. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. Für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Und das zeichnet Leute aus, die wirklich Iman haben. Dass selbst dann, wenn sie vielleicht Verlust erlitten haben auf dem Wege Allahs, immer noch bereit sind, etwas zu tun für Allah. Nicht aufgeben. Weitermachen. Weil sie ganz genau wissen, das gehört dazu. Der Weg, das müsst ihr euch immer vor Augen halten, der Weg der Da'wah, er ist nicht ausgelegt mit Rosen, sondern er ist ausgelegt mit was? Mit Dornen. Nicht mit Rosen und Lorbeerblättern, sondern mit Dornen. Derjenige, der das nicht versteht, der immer nur profitieren möchte, aber nicht geben möchte, der hat diesen Weg nicht verstanden. Und deswegen, Allah lässt nicht jeden diesen Weg gehen. Das heißt nicht, dass jemand, der nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, kein Muslim ist. Er ist ein Muslim, aber es gibt Stufen. Es gibt Stufen. Und derjenige, der diesen Weg gehen möchte, den Weg der Propheten, den Weg der Reformer, den Weg derjenigen, die etwas bewirkt haben, die etwas verändert haben, der muss wissen, er wird hin und wieder durch diese Dornen verletzt. Und umso höher seine Stellung ist, desto mehr wird ihn Allah prüfen. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءَ. Die Menschen, die am härtesten geprüft werden, sind die Propheten. ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ. Und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind, und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind. Und deswegen, wenn wir von diesen großen Gelehrten auch hören, nach der Zeit des Propheten zu Hause, den Reformern, das sind alles Menschen gewesen, die bereit gewesen sind, für ihren Glauben zu opfern, die im Gefängnis gesessen haben, weil sie die Wahrheit ausgesprochen haben, weil sie nicht bereit gewesen waren, ihre Religion zu verkaufen. Und viele von ihnen sind im Gefängnis gestorben oder haben Jahre im Gefängnis verbracht. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Bis in unsere heutige Zeit. Jetzt gerade in diesem Moment, wo wir hier sitzen und Unterricht machen, gibt es Gelehrte, welche im Gefängnis sitzen. Nicht nur Gelehrte, auch Muslime, die aufrichtig sind, welche im Gefängnis sitzen. In vielen Ländern dieser Welt. Ohne Grund. Stell dir mal vor, du wirst einfach so festgenommen. Ohne Grund. Und sie könnten jederzeit das Gefängnis verlassen. Sie müssten vielleicht nur einen einzigen Satz aussprechen oder sich entschuldigen für das, was sie gesagt haben oder sich distanzieren von dem, was sie gemacht haben. Und sie würden nicht nur aus dem Gefängnis kommen, sondern sie würden sogar damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Sie würden sehr viel Geld verdienen. Aber sie tun es nicht, weil sie wissen, das ist der Weg der Da'wah. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte also, dass nur diejenigen mitkommen, welche schon am Vortag in der Schlacht von Uhud beteiligt gewesen waren. Er hat nur eine einzige Ausnahme gemacht. Die einzige Ausnahme machte er bei Jabir ibn Abdillah. Bei Jabir ibn Abdillah. Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Der Vater von Jabir ibn Abdillah, Abdullah ibn Haram, ist gestorben in der Schlacht von Uhud. Er ist gestorben in der Schlacht von Uhud. Und Jabir ibn Abdillah, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, O Gesandter Allahs, ich möchte unbedingt an all diesen Schlachten teilnehmen. Er konnte schon bei der Schlacht von Uhud nicht teilnehmen, bei der Schlacht von Badr nicht teilnehmen,
weil er sich um seine jüngeren Schwestern kümmern musste. Sein Vater hatte, glaube ich, also noch, hatte 8 Kinder insgesamt, er war der Älteste und er hatte dann 7 kleine Schwestern. Und jetzt ist sein Vater gestorben und sein Vater hat gesagt, du kümmerst dich um die, um deine Schwestern. Und er sagte, o Gesandter Allahs, ja, ich möchte unbedingt an deiner Seite stehen. Aber mein Vater hat mir gesagt, ich soll jetzt auf die kleinen Schwestern aufpassen. Ja, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich erlaube dir mitzukommen. Weil er wusste, dass es sich wahrscheinlich nur um wenige Tage handeln wird, wo er entfernt ist, wo sich dann die Schwestern auch sozusagen wahrscheinlich dann mit der Mutter, ja, von ihnen alleine durchschlagen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er erlaubte Jabir ibn Abdillah, sich daran zu beteiligen. Was lernen wir daraus? Die Sahabe, sie gingen selbst zum Propheten und sagten, oh Gesandter Allahs, ich möchte mich beteiligen. Er musste nicht extra hingehen und sagen, beteilig dich. Sondern sie haben ihn angefleht, bitte lass mich mitkommen. Guck mal, der Unterschied. Und genauso auch ist es heutzutage, genau dasselbe. Du siehst das immer wieder. Es gibt Leute, die kommen und die flehen dich regelrecht an, bitte lass mich irgendwie eine Verantwortung übernehmen. Ich will was tun, ich will was machen. Die kommen von sich aus in die Moschee und bieten sich an. Und es gibt Leute, selbst wenn du von ihnen sagst oder sie bittest um etwas, könntest du das machen, sie tun das nicht. Und das ist dann der Unterschied zwischen jemandem, der dieses Bewusstsein hat, was Islam bedeutet, und zwischen jemandem, dem dieses Bewusstsein fehlt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jetzt also auf den Weg. Und jetzt kam wieder so eine göttliche Hilfe. Es kommt immer wieder, subhanallah, das sehen wir bei einigen Schlachten. Und zwar ein Mann mit dem Namen Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i ist während der Schlacht von Uhud zum Muslim geworden. Man hat den Islam angenommen. Das wird uns öfters mal begegnen. Wahrscheinlich hat er die Muslime gesehen oder vielleicht hatte er auch schon Iman in seinem Herzen, aber konnte den Islam noch nicht bekunden. Und er hat den Islam angenommen. Und jetzt auch wieder dieses Bewusstsein. Ich bin Muslim, also muss ich etwas tun für die Gemeinschaft. Ich muss etwas tun für die Umma. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sagte zum Gesandten Allahs, o Gesandter Allahs, ja, ich weiß, was geschehen ist sozusagen während der Schlacht von Uhud und ja, lass mich zu Abu Sufyan gehen, sodass ich ihn davon abhalte, dass er zurückkehrt nach Medina. Und ich werde ihm auch einiges erzählen und so tun, als wäre ich sozusagen, als wäre ich kein Muslim und werde ihm dann eine Lüge erzählen. Und genau das machte er auch. Er begab sich zu Abu Sufyan, der gerade dabei gewesen war, mit den anderen Anführern der Quraysh darüber zu beraten, ob sie nicht zurückkehren sollten nach Medina, um Medina noch einmal anzugreifen. Es gab einige, die dagegen waren. Die meisten waren aber dafür gewesen. Und sie haben sich letztendlich dafür entschieden, zurückzukehren nach Medina, genauso wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befürchtet hatte. Und jetzt kam ihnen aber wer zuvor? Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i. Und er ging direkt zu Abu Sufyan und hat dann Abu Sufyan gewarnt. Und hat ihm gesagt, ja Muhammad, ja, kommt mit den ganzen restlichen Muslimen. Und er hat sich auf den Weg gemacht zu euch, um euch zu bekämpfen. Und ihr habt keine Chance gegen ihn. Abu Sufyan konnte sich das irgendwie nicht vorstellen, aber trotzdem bekam er Angst. Er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Und nach langem Überlegen hat dann Abu Sufyan sich dafür entschieden, doch zurückzukehren nach Mekka und nicht nach Medina zu gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte sich jedoch auf den Weg Richtung der Armee von Abu Sufyan und der Quraysh. Und jetzt kommt der Name Hamra al-Asad. An dem Ort Hamra al-Asad blieben sie dann ganze 3 Tage, um abzuwarten, ob die Mekkaner und die Quraysh nicht doch Medina angreifen werden, haben dort gewartet und sind dann zurückgekehrt. Es gab jetzt eine Person, der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schon einmal vergeben hatte, die aber daraus nicht gelernt hat. Und diese Person war Abu Azza al-Jumahi gewesen. Abu Azza, wir hatten ihn bei der Schlacht von Badr
erwähnt gehabt, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ohne Lösegeld einfach freigelassen hat, weil er gesagt hat, ich habe kein Geld und ich habe Kinder, um die ich mich kümmern muss. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn einfach gehen lassen, aber unter der Voraussetzung, dass er, weil er ein Dichter war, nicht mehr gegen die Muslime hetzen wird. Aber er hat sich an seinem Wort nicht gehalten und er hat wieder gegen die Muslime gehetzt. Und seine Hetze war unter anderem ein Grund dafür, dass die Quraysh überhaupt dann nach Medina gekommen sind, um die Muslime in Medina anzugreifen. Und da sehen wir noch einmal, wie schlimm die Hetze ist. Und dass an den Zungen der Hetzer immer Blut klebt. Merkt euch das. Könnt ihr mal ausmachen? Könnt ihr mal ausmachen? An den Zungen der Hetzer klebt immer Blut. Also diejenigen, die sagen, ich habe doch nichts getan, ich habe nur meine Meinung geäußert, wie wir es heutzutage auch haben, von rechten Leuten und Populisten, die die ganze Zeit permanent gegen Muslime hetzen und dann behaupten, ja, das sei Meinungsfreiheit. Das ist nicht einfach nur irgendein Wort. Nein, das ist ein Wort, was zu Gewalt führt. Ein Satz, mit dem ich hetze, kann schlimmer sein als eine Faust, mit der ich schlage. Weil in der Regel führt es zu Gewalt. Und Abu Azza war jetzt in der Hand des Propheten sallallahu alaihi wa sallam wieder gewesen. Er wurde gefangen genommen. Und er sagte, o Gesandter Allahs, bitte hab Gnade mit mir. Bitte verzeih mir und ich schwöre, ich werde nicht noch einmal das tun, was ich getan habe. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. Nicht, dass du dann ja in Mekka ja sozusagen so machst nach dem Motto und sagst, ich habe Mohammed zweimal hinters Licht geführt. Und dann gibt es noch diese andere Überlieferung. Manche Gelehrte sagen, das hat nichts mit diesem Ereignis zu tun, aber sie passt auf jeden Fall da rein. Und zwar لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. Ein Mu'min wird nicht aus demselben Loch zweimal gebissen. Ein Mu'min wird nicht aus demselben Loch zweimal gebissen. Nur weil ich an Allah glaube und Allah vertraue und auch gütig bin, heißt es nicht, dass ich naiv bin. Bedeutet nicht, dass ich naiv bin, dass ich alles mit mir machen lasse. Nein. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesmal Abu Azza hinrichten lassen. Das war seine gerechte Strafe gewesen, als jemand, der zweimal hintereinander gegen die Muslime gehetzt hat und dafür gesorgt hat, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben. Das war die Schlacht von Hamra al-Asad. Man nennt das Schlacht, warum? Ghazwa, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam anwesend war. Nur weil es nicht zu einer Kampfhandlung kam, heißt es nicht, dass man es nicht trotz alledem Ghazwa, Schlacht nennt. Also es wird auch als Schlacht bezeichnet, selbst wenn es zu keiner Kampfhandlung kommt. Wie bei der Schlacht von Tabuk. Bei der Schlacht von Tabuk kommt es auch nicht zu einer Kampfhandlung und trotzdem wird das als was bezeichnet? Als Schlacht. Jetzt kommt es zu einigen Ereignissen nach der Schlacht von Uhud und der Schlacht von Hamra al-Asad. Und zwar die arabischen Stämme, sie haben mitbekommen, dass die Muslime beinahe eine vollständige Niederlage erlitten hätten. Und sie auch geschlagen wurden. Und das hat sie natürlich dazu gebracht und motiviert, dass sie jetzt gegen die Muslime als Ganzes vorgehen. Das heißt nicht mehr nur die Quraysh, dass es sich hierbei um einen Konflikt handelt zwischen dem Stamm der Quraysh und zwischen Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der aus Sicht der Quraysh ein Abtrünniger ist, sondern jetzt wurde gegen den Islam als Ganzes gekämpft. Und deswegen haben sich jetzt auch andere Stämme an diesem Kampf gegen den Islam und die Muslime beteiligt. Und das allererste und der erste Versuch, um gegen die Muslime zu kämpfen, war von den Banu Asad ibn Khuzaimah unternommen worden. Und diese Unternehmung wird bezeichnet als die Sariyya von Abu Salama. Die Sariyya von Abu Salama. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat mitbekommen, dass zwei Brüder, Talha und Salama, ja, die Söhne von Khuwailid, ja, von dem Banu Asad, sich versammelt haben und eine große Armee zusammenstellen wollten, um gegen die Muslime in Medina vorzugehen.
Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam musste schnell handeln und dementsprechend hat er den Abu Salama, das ist nicht der Abu, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich auch der Abu Salama, der Ehemann von Salama, die später dann sozusagen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er gestorben ist, geheiratet hat. Ja, ich gehe davon aus, es steht hier nur Abu Salama. Ich habe nirgendwo dann noch etwas anderes gefunden. Und er hat mit ihm 150 Kämpfer geschickt von den Muhajirin und den Ansar und sie haben die Banu Asad in ihren Wohnstätten überrascht. Als die Banu Asad das mitbekommen haben, sind sie schnell geflohen. Sie haben ihre Kamele und ihr Vieh hinterlassen, was dann eine Beute für die Muslime gewesen ist. Und das war zu Beginn des Monats Al-Muharram im vierten Jahr nach der Hijra. Wann war die Schlacht von Uhud? Im dritten Jahr nach der Hijra, im Monat Shawwal. Jetzt sind wir im vierten Jahr nach der Hijra und zwar im ersten Monat dieses Jahres, nämlich im Monat Al-Muharram, vier nach der Hijra. Kurz darauf, ebenfalls im Monat Al-Muharram, und zwar am 5. Al-Muharram kam es zu einem weiteren Ereignis. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat mitbekommen, dass ein Mann mit dem Namen Khalid ibn Sufyan al-Hudhari Leute ebenfalls versammeln wollte. Also ihr seht, der Krieg kommt jetzt von allen Seiten. Von allen Seiten werden die Muslime angegriffen. Dass er jetzt versucht hat, mehrere Stämme zusammenzubringen, damit sie gemeinsam gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kämpfen. Und auch hier musste der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wieder zuvorkommen. Und er wusste, das geht nur auf diesen Mann zurück. Dieser Mann, er steckt dahinter. Und deswegen schickte er einen Mann mit dem Namen Abdullah ibn Unais zu Khalid ibn Sufyan al-Hudhari, damit er ihn tötet, damit diese Fitne ein für alle Mal beendet ist. Abdullah ibn Unais, er wurde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gerufen und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beauftragte ihn genau mit dieser Angelegenheit, den Khalid ibn Sufyan al-Hudhari zu töten. Und er berichtet jetzt selbst darüber, wie es Imam Ahmed überliefert und das ist eine sehr, sehr schöne Überlieferung, die wir uns etwas genauer anschauen wollen, inshallah ta'ala. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abdullah ibn Unais, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Ibn Sufyan, ja, al-Hudhari, die Menschen versammelt, um uns anzugreifen. Und er befindet sich an einem Ort mit dem Namen Nakhla oder Urna. Das ist in der Nähe von Mekka. So geh hin und töte ihn. Woraufhin Abdullah ibn Unais den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte, O Gesandter Allahs, beschreibe ihn für mich, weil ich kenne ihn nicht. Woraufhin der Prophet zu ihm sagte, wenn du ihn siehst, wirst du an den Shaitan denken. Wenn du ihn siehst, wirst du an den Shaitan denken. Er muss wahrscheinlich schlimm ausgesehen haben. Ja? Und ja, dann sagte er, und das Zeichen zwischen mir und dir, وَآيَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, zwischen dir und ihm, أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَجَدَّ لَهُ قُشَعْرِيرًا. Wenn du ihn siehst, dann wirst du ein Zittern erleben. Ein Zittern. So wird das überliefert. Wirst du ein Zittern. Qusha'arira. Qusha'arira ist was? So an, auch so wie Gänsehaut. Gänsehaut, Zittern. Vielleicht vor Angst. Allahu a'lam. Das ist das Zeichen gewesen. Und auf jeden Fall hat er sich dann auf den Weg gemacht. Er hat sein Schwert bereit gehabt. Und er begab sich dann an diesen Ort. Und er sah dann genau das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Er sah ihn und er hatte das Gefühl, er sieht einen Shaitan. Und es kam genau das mit dieser Gänsehaut, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat. Klar und deutlich. Was machte Abdullah ibn Unais? Abdullah ibn Unais, er machte sich auf den Weg zu ihm. Aber, und das wird jetzt überliefert, die Gebetszeit ist eingetreten. Und er hatte Angst gehabt, dass wenn er erst einmal damit beschäftigt ist, dass er sein Gebet verpassen wird. Und was machte er? Er hat jetzt Ijtihad gemacht. Er hat was gemacht? Ijtihad. Das heißt, er hat sich überlegt, wie kann ich jetzt beten, ohne dass ich sozusagen aufgehalten werde, meine Aufgabe zu erfüllen. Und dementsprechend hat er, während er läuft und ihm hinterherläuft, im Laufen gebetet und hat dann
im Laufen immer seinen Kopf gesenkt und dabei Al-Fatiha gelesen, Ruku' und Sujud mit seinem Kopf im Laufen gemacht. Und das ist eine Art von Salatul Khawf. Das Angstgebet. Das heißt, das Gebet, was ich vollziehe in der Angst. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es bestätigt. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus die Liebe der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum Gebet. Du bist gerade beschäftigt mit einer Aufgabe für den Islam. Du opferst gerade dein Leben für den Islam. Und trotzdem vergisst du das Gebet nicht. Er hätte auch sagen können, das ist jetzt wichtiger. Ja? Ich kann immer noch später beten. Aber er wollte unbedingt in der Zeit beten. Weil er wusste, das Gebet ist das Wichtigste überhaupt für die Muslime. Wenn ein Mensch in solch einer Situation betet, wie ist es dann, wenn ich in einer ganz normalen Situation bin und nicht bete oder mein Gebet vernachlässige? Da sehen wir, wie der Unterschied ist zwischen vielen Muslimen heutzutage und den Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das Gebet war für sie heilig gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, ja, wie es Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, ja, die Sahaba haben solch einen großen Wert auf das Gemeinschaftsgebet gelegt, dass wenn jemand von ihnen krank gewesen war, zwei Männer kamen, ihn getragen haben, ihn in die Reihe gestellt haben, damit er in der Gemeinschaft betet. Allahu Akbar. Der Prophet, es wird überliefert, dass die Sahaba, wenn sie mal nur Takbiratul Ihram verspätet hinter dem Imam gemacht haben, also verspätet sich der Gemeinschaft angeschlossen haben, dass die Sahabe ihnen drei Tage lang gesagt haben, also sozusagen, so als wäre jemand gestorben. Drei Tage lang haben sie immer gesagt, Malish, ja, inshallah, beim nächsten Mal schaffst du es und es ist eine Ausnahme. Und wenn sie das Gemeinschaftsgebet gar nicht geschafft haben, dann haben sie eine ganze Woche lang, ja, sozusagen kondoliert und gesagt, ja, herzliches Beileid und inshallah, nächstes Mal schaffst du das Gemeinschaftsgebet. Allahu Akbar. Das war ihre Liebe zum Gebet gewesen. Selbst in solch einer Situation haben sie das praktiziert, das Gebet. Und auf jeden Fall hat dann Abdullah ibn Unais, als er dann bei ihm war, ihm gesagt, ja, wer bist du? Und er meinte, ja, ich habe gehört, dass du sozusagen die Menschen versammelst und ich möchte ebenfalls sozusagen mich an deine Seite anschließen. Und dann hat er eine Situation genutzt, wo er gerade mit ihm alleine gewesen war, keine anderen Männer waren, und er hat ihn getötet. Er hat das ausgeführt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihm verlangte. Und immer wieder, wenn wir jetzt diese Situation hören, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beauftragt, jemanden zu töten, dann erinnern wir uns an das, was wir letzte Woche gehört haben und auch die Wochen davor, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er musste so handeln, er war gezwungen gewesen, so zu handeln, damit er größeres Blutvergießen vermeidet. Und das ist eine Praxis, die auch heutzutage immer noch praktiziert wird. Ja, wir wissen erst vor einer Woche oder zwei Wochen, ja, haben wir von Abu Bakr al-Baghdadi gehört, ja, der getötet wurde. Ja, eine gängige Praxis, ja, um dann sozusagen im Grunde genommen, ja, einem Feind, der gefährlich werden könnte, ja, vorher auszuschalten, bevor er überhaupt gefährlich wird. Und auf jeden Fall begab sich jetzt Abdullah ibn Unais wieder zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er ihn sah, sah er, dass er seine Aufgabe erfüllt hat. Und er sagte, ich habe ihn getötet, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sagte, du hast die Wahrheit gesprochen. Und dann stand der Prophet auf, er ging mit ihm in sein Haus und er gab ihm einen Stock. Er nahm den Stock und sagte, dann sagte der Prophet zu ihm, halt diesen Stock fest und behalt ihn bei dir, o Abdullah ibn Unais. Und ohne zu fragen, warum, ging er hinaus. Und dann haben die Leute gesagt, was ist denn das für ein Stock, den du in der Hand hast? Er meinte, ja, den hat mir der Prophet gegeben. Dann fragten sie, warum? Er sagte, ich weiß es nicht. Er hat mir einfach diesen Stock gegeben. Frag doch mal wenigstens nach, warum. Er geht doch mal rein und fragt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, warum er dir diesen Stock gegeben hat. Und dann sagt er, ich bin zurückgegangen zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und ich sagte, ja Rasulallah, lima a'taytani hadhihi al-'asa, warum hast du mir überhaupt diesen Stock gegeben? Und jetzt hört zu, Allah, was für eine Auszeichnung. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, ayatun bayni wa baynaka yawm al-qiyama. Dieser Stock ist ein Zeichen zwischen mir und dir am jüngsten Tag. Damit werde ich dich erkennen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam,
إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. Was ist damit gemeint? Also die Menschen, ja, welche am jüngsten Tag, so verstehe ich jetzt diesen Hadith, das ist auch das, was ich hier gelesen habe in den Kommentaren bezüglich dieses Hadithes, ja, also die Menschen, die sozusagen am leichtesten sein werden am jüngsten Tag, also die höchsten Stufen haben werden, keine Sünden haben werden, sind welche? Ach Quatsch, nein. Die wenigsten Menschen am jüngsten Tag sind welche? Entschuldigt, die wenigsten Menschen am jüngsten Tag sind jene, welche sich an diesem Tag abstützen können. Was ist damit gemeint? Die Gelehrten sagen, sie können sich auf ihre guten Taten stützen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm einen Stab gegeben, der was symbolisieren soll, dass er etwas hat, worauf er sich stützen kann. Das heißt, er kann sich auf seine guten Taten stützen. Und manche Gelehrten sagen, damit sind diejenigen gemeint, welche in der Nacht beten. Warum? Weil wenn sie müde werden, dann stützen sie sich ab mit ihrer Hand. Und manche Gelehrte sagen, das sind diejenigen, welche sich auf ihre guten Taten stützen können. Und deswegen gab ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Stab. Allahu Akbar. Ayatun bayni wa baynak. Das ist ein Zeichen zwischen mir und dir. Stellt euch mal vor, der Prophet hat euch so ein Zeichen gegeben. Abdullah ibn Unais, er hat diesen Stock, seitdem er ihn vom Propheten bekommen hat, nicht einmal aus der Hand genommen. Die ganze Zeit hat er ihn bei sich getragen. Und bevor er gestorben ist, hat er gesagt, wenn ihr mich bestattet, dann bestattet ihr mich mit diesem Stock. Und er wurde mit diesem Stock bestattet. Jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, wollte ich eigentlich noch, ich gucke gerade, wie spät es ist, es ist 19.20 Uhr, ich wollte heute eigentlich noch mit euch über das Ereignis, das traurige Ereignis von Ar-Raji' sprechen. Aber ich überlege, ob ich das aufschieben soll und dann verbinden soll mit dem Ereignis von Bi'r Ma'una, weil das sind zwei ähnliche Ereignisse, die eigentlich zusammengehören. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Also, weil es sind so viele Lehren drin, es ist unglaublich, so viele Lehren drin. Ja, so schöne Geschichten. Ja, auch eine Geschichte, die heute sehr, sehr schön gepasst hätte, aber die können wir auch nächste Woche, insha'Allah ta'ala, erzählen. Ich würde es wirklich erstmal dabei belassen und nächste Woche machen wir dann, insha'Allah ta'ala, dann das Ereignis von Ar-Raji' und das Ereignis von Bi'r Ma'una. Die Woche darauf werden wir uns dann, insha'Allah ta'ala, mit der Ghazwat Bani al-Nadir beschäftigen, bi'iznillah. Das heißt, nächste Woche dann diese beiden Ereignisse, inshallah, und dann die Woche darauf dann Ghazwat Bani al-Nadir, weil das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Ghazwa. Und dann, wenn wir Zeit haben, können wir auch noch die Ereignisse danach besprechen, inshallah ta'ala.